Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Professorinnen und Professoren, liebe Studierende, ich möchte Sie herzlich zur heutigen WU Matters, WU Talks Veranstaltung willkommen heißen. Mein Name ist Tatjana Opitz, ich bin die zuständige Vizerektorin für Infrastruktur und Digitalisierung hier an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Nach dem erneuerten Lockdown der letzten Woche freut es mich ganz besonders, dass ich Sie, liebe Gäste, heute hier vor Ort wieder persönlich begrüßen darf. Aber wie auch schon in der Vergangenheit wird diese Veranstaltung nicht nur aufgezeichnet, sondern auch via Livestream übertragen. Daher auch ein herzliches Willkommen an all unsere Gäste, die sich digital dazugeschalten haben, und natürlich auch vielen Dank für Ihr Interesse. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe WU Matters, WU Talks schafft die WU eine Plattform zum Austausch und Diskurs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Die WU sieht es als ihre Aufgabe, sich mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problemen auseinanderzusetzen und einen Beitrag zu zukunftsfähigem Denken, verantwortungsvollem wirtschaftlichen Handeln und damit zur Lösung ökonomischer, sozialer und ökologischer Probleme zu leisten. Mit diesem Veranstaltungsformat werden gesellschaftlich und natürlich auch wirtschaftlich relevante Themen verstärkt in das öffentliche Licht gerückt. In regelmäßigen Podiumsgesprächen, Diskussionsveranstaltungen und Vorträgen bringen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Experten, Expertinnen aus der unternehmerischen und institutionellen Praxis ihre Expertise ein und diskutieren gemeinsam mit der interessierten Öffentlichkeit aktuelle Themen. Im Zentrum des heutigen Abends steht der Vortrag mit dem Titel Geoökonomik und Nullsummenspiel von Herrn Gabriel Felbermayr. Herr Felbermayr ist seit dem 1. Oktober 2021 Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz WIFO, und Universitätsprofessor an der Wirtschaftsuniversität hier in Wien. In den letzten Jahren haben politische Großmächte wie etwa die USA und China handelspolitische Maßnahmen vermehrt aufgrund von geostrategischen Überlegungen getroffen. Wir erinnern uns etwa an den von Donald Trump vom Zaun gebrochenen Handelskrieg. Die traditionelle Außenhandelsökonomie kann dieses politische Verhalten nur unzureichend erklären, schadet sich ein Land durch handelspolitische, protektionistische Maßnahmen wirtschaftlich ja auch selbst. Im heutigen Vortrag wird Herr Felbermayr alternative ökonomische Ansätze vorstellen, die es ermöglichen, die Handelspolitik im Kontext der strategischen Geopolitik zu verstehen und damit andere Vorhersagen bezüglich handelspolitischer Maßnahmen treffen zu können. Ich freue mich sehr auf einen interessanten Vortrag, bedanke mich jetzt recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen spannenden und interessanten Abend mit unseren Podiumsgästen. Ich darf nun das Wort an Frau Ingrid Kubin, Vizepräsidentin des Vorstands des WIFO und Universitätsprofessorin für internationale Wirtschaft an der Wirtschaftsuniversität übergeben. Frau Kubin, ich darf Sie nun bitten, ein paar einleitende Worte zum Herrn Felbermayr zu sprechen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank und auch einen schönen guten Abend von meiner Seite. Gabriel Felbermayr, ist schon erwähnt worden, ist seit 1. Oktober Professor an unserem Department. Das ist also heute auch so etwas wie seine Antrittsvorlesung. Es hat in Deutschland eine sehr viel stärkere Tradition. Ich habe das dort auch zu schätzen gelernt und ich finde es schön, dass wir für den neuen Kollegen heute auch eine Antrittsvorlesung gestalten können. Unser Departmentvorstand Rupert Sausgruber hat mich gebeten, Gabriel Felbermayr auch akademisch vorzustellen. Gabriel Felbermayr hat in Linz studiert. Das ist schon mal ein guter Anfang, habe ich doch selber auch dort studiert. Dann ging es rasch weiter, PhD in Florenz, an European University Institute, Habilitation in Tübingen, Professuren in Stuttgart-Hohenheim, München, Kiel und jetzt an der Wirtschaftsuniversität. Sehr rasch hat er sich auf diesen Schritten auch als ein vielbeachteter junger Forscher etabliert. 2015 hat er eine Top-Position, und Rankings sind ja jetzt sehr modern, im Handelsblatt-Ranking der Ökonominnen unter 40, 14 wäre noch zu jung, erreicht. Im selben Jahr hat er auch den Preis bekommen für das Most Cited Paper since 2010 im Journal of Economic Theory. Sehr beeindruckend. Aber Gabriel Felbermayr ist nicht nur auf universitären Bereiche beschränkt, sondern er hat sehr früh in seiner Karriere die Kombination mit der angewandten Wirtschaftsforschung in den Wirtschaftsforschungsinstituten gesucht. Zunächst im Münchner IFO, dann hat er neben seiner Professur an der Universität Kiel das Institut für Weltwirtschaft geleitet und jetzt eben auch in Wien. Gabriel Felbermayr ist nicht nur Professor an unserem Department, sondern auch Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts, des wichtigsten Wirtschaftsforschungsinstituts in Österreich. Er ist damit nicht nur führend in den akademischen Zeitschriften präsent, sondern er ist auch präsent, sehr präsent in einer breiteren Öffentlichkeit. Auch hier gibt es wieder ein Ranking. Im diesjährigen Ranking der Presse und der FAZ, die viel mehr Wert auf die Öffentlichkeitspräsenz legen, hat er wieder Spitzenpositionen eingenommen. Diese intensive Verbindung mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut, die wir jetzt auch mit Gabriel Felbermayr verstärkt haben, ist der Wirtschaftsuniversität und unserem Department sehr wichtig. Und sie besteht schon länger. Auch der frühere Leiter Christoph Badelt war Professor an der Wirtschaftsuniversität und auch mit den vorherigen Leiter Karl Eiginger haben wir eine lange und fruchtbare akademische Beziehung. Ich selber bin Vizepräsidentin des WIFOs, Harry Oberhofer, der die Diskussion leiten und moderieren wird im Anschluss des Vortrags, hat eine Kooperationsprofessur, er ist Professor an der Wirtschaftsuniversität und Senior Researcher am WIFO. Mitarbeiterinnen des WIFOs unterrichten regelmäßig an der Wirtschaftsuniversität. Viele Mitarbeiterinnen sind an der Wirtschaftsuniversität ausgebildet worden. Mit Gabriel Felbermayr hoffen wir, diese Beziehung weiterentwickeln und vertiefen zu können. Lassen Sie mich aber auch noch kurz einen Blick in die Arbeiten von Gabriel Felbermayr werfen. Man ist von der Fülle beeindruckt, eigentlich überwältigt. Beeindruckend ist insbesondere die Breite der Beiträge, die von theoretischen, mathematischen Modellanalysen hin zu empirischen, sehr angewandten Arbeiten reicht, immer in führenden ökonomischen Zeitschriften. Für die Fachleute erwähne ich hier Journal of International Economics, Journal of the European Economic Association, European Economic Review, Journal of Development Economics, und da sind viele, viele Punkte auf meiner Unterlage noch vermerkt. Thematisch fällt mir ein sehr früher Forschungsschwerpunkt auf Arbeitslosigkeit in offenen Volkswirtschaften. Ein Forschungsthema, das meiner Meinung nach viel zu lange vernachlässigt wurde. Einer seiner Publikationen, Unemployment in an Interdependent World, ist in American Economic Journal, Economic Policy veröffentlicht worden, aber auch die oben erwähnte Arbeit im Journal of Economic Theory fällt genau in diesen Bereich. Waren sehr frühe Arbeiten, sehr wichtige Arbeiten, genau zu einem vernachlässigten Bereich in der Außenhandelstheorie. Einen anderen sehr wichtigen und aktuellen Schwerpunkt sehe ich bei umweltökonomischen Fragen in einer globalisierten Welt. Und hier habe ich auch eine Publikation vermerkt, Kyoto and Carbon Leakage, veröffentlicht in Review of Economics and Statistics. Das ist jetzt auch sehr, sehr aktuell, gerade jetzt mit dem Einstieg Österreichs in die CO2-Bepreisung. Und natürlich finden sich ganz, ganz viele Arbeiten zur Handelspolitik und zu Handelsabkommen. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt sind vermutlich seine Arbeiten und seine engagierten Diskussionsbeiträge zum transatlantischen Handelsabkommen TTIP. Und in jüngerer Zeit gibt es vermehrt eben auch Arbeiten zum Zusammenhang zwischen internationaler Handels- und Wirtschaftspolitik ihre Einbettung und ihre Interaktion mit anderen geopolitischen Fragen wie Umweltpolitik, Sozialpolitik, Menschenrechte, Sicherheitspolitik, was eben jetzt unter dem neuen Schlagwort Geoökonomik zusammengefasst wird. Sehr aktuell ist das. Gerade heute, wirklich heute, hat die Wiener Zeitung einen großen Artikel veröffentlicht, Kommentar veröffentlicht zu Europas Antwort auf Chinas Seidenstraße, in dem genau Bausteine einer, ich zitiere, geoökonomisch orientierten Wirtschaftspolitik angesprochen werden. Ich bin gespannt auf deinen Vortrag. Herzlichen Dank. Ja, liebe Ingrid, vielen Dank für deine freundlichen Worte. Liebe Frau Vizerektorin Opitz, danke, dass ich diesen Abend hier an der WU bestreiten darf. Ich freue mich, dass ich ein WU-Professor sein darf. Ich finde, das ist eine tolle Universität an einem grandiosen Campus und die Kooperation zwischen dem WIFO und der Wirtschaftsuniversität liegt mir wirklich am Herzen. Ich glaube, dass da in der Zukunft sehr viel Positives zwischen diesen beiden Institutionen entstehen kann und ich will mich dafür sehr gerne einsetzen. Geoökonomik und Nullsummenlogik, das ist das Thema heute Abend und ich will das in drei Stücken sozusagen präsentieren. Zunächst einmal möchte ich die Rahmenbedingungen beschreiben, in denen wir hier unterwegs sind und Globalization, das ist ein Vokabel, das der Economist, die britische Wochenzeitung, geprägt hat vor 1,5 Jahren oder so. Es gibt eine Verlangsamung im Globalisierungsprozess und einer der Gründe ist, dass es neuen Protektionismus gibt. Und dieser Protektionismus, kann man sich fragen, woher kommt der, welche Gründe hat der? Und es ist eben ein Argument, das ich hier ausbreiten möchte, dass er eben aus einer Großmachtrivalität entsteht, in der nicht das Positivsummenspiel im Vordergrund steht, in dem wir Ökonomen bisher Handelspolitik diskutiert haben, sondern eine Nullsummenlogik, wo es darum geht, eher in einer turnierartigen Konstellation der Erste zu sein und nicht sozusagen gemeinsam das Interesse an der Vergrößerung eines Kuchens, wie wir gerne sagen. Und dann möchte ich auch, so steht es ja im Titel dann dieser Veranstaltung, auch die Schlussfolgerungen ziehen für die europäische Politik. Also dieses einerseits theoretische Nachdenken über die Modellierung von Handelspolitik auf der einen Seite, ich werde Ihnen auch ganz klein wenig Ideen für eine Modellierung geben, aber dann eben das Ableiten von wirtschaftspolitisch relevanten Implikationen. Und das ist mittlerweile wichtig geworden, Ingrid Kubin hat es gesagt, vor ein paar Wochen noch, in meiner Kieler Zeit, haben wir eine große Studie machen dürfen für das Auswärtige Amt in Berlin, gemeinsam mit Kollegen vom DIW in Berlin, aber auch von Bruegel in Brüssel. Und das ist außergewöhnlich. Ich habe in meiner jetzt schon etwas längeren Geschichte in der wirtschaftspolitischen Beratung für das Auswärtige Amt in Berlin noch nie vorher eine Studie gemacht. Und kaum bin ich in Wien angekommen, gibt es ein Interesse an diesen Fragen, auch aus dem diplomatischen Bereich hier in Wien, weil es eben eine neue Konvergenz gibt, auch im Nachdenken zwischen diesen bisher in Silos gedachten Politiksträngen, einerseits eben die Handelspolitik, wo es darum ging, den Handel zu steigern und Wohlfahrtsgewinne zu realisieren, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die klassische Diplomatie. Und diese paradigmatische Veränderung, die finde ich sehr interessant und sie ist auch für uns Ökonominnen und Ökonomen, glaube ich, spannend, weil wir hier eine gute Schnittstelle haben zu den Politikwissenschaftlerinnen. Und ich glaube, dass da Wissensfortschritt drinnen steckt in einer Kooperation mit unserer Nachbardisziplin. Aber das vielleicht auch etwas dann für unsere Diskussion im Nachgang. Wir haben Anzeichen, dass der Globalisierungsprozess sich verlangsamt. Und was Sie hier sehen auf dieser ersten Grafik, ist ein Index, ein de jure Globalisierungsindex, wie ihn die Kollegen in Zürich am Konjunkturforschungsinstitut dort produzieren. Was man da sehen kann, ist, dass die Welt de jure offener geworden ist bis 2007, 2008, wie in dem Handelsabkommen geschlossen wurden, in dem Investitionsschutzabkommen geschlossen wurden, in dem die WTO sich weiterentwickelt hat. Und seit 2008, 2009 passiert da nicht mehr viel. Und TTIP wurde schon angesprochen, ist grandios gescheitert an schlechter Kommunikation, an überbordenden sozusagen Inhalten und letztlich auch am Widerstand aus der Zivilbevölkerung. Aber es ist nur ein Beispiel eines in Stocken geratenen Prozesses der Verrechtlichung der internationalen wirtschaftlichen Beziehungen. Und eine andere Visualisierung dieses Globalization-Prozesses ist im Schaubild daneben. Das sind Daten aus dem Global Trade Alert Project, das in St. Gallen von Simon Evenett und Oliver Fritz betrieben wird. Dort ist es nicht nur eine Verlangsamung, sondern klare Evidenz, dass protektionistische Maßnahmen mehr geworden sind. Was Sie da sehen in dieser roten Linie ist die Anzahl neuer handelspolitischer Maßnahmen, die protektionistisch wirken auf der ganzen Welt. Das ist ein bisschen Äpfel und Birne, die hier vermischt werden. Also dieser Index, den kann man leicht kritisieren, aber er gibt schon eine Indikation, dass mehr diskriminierende Maßnahmen geschaffen werden, als abgeschafft werden. Die zweite Linie, die darunter liegt, die niedriger ist, die beschreibt die Anzahl der Maßnahmen, die liberalisierend wirken. Also die Welt ist protektionistischer geworden in den letzten Jahren. Und das sieht man auch, wenn man sozusagen nicht nur auf den sozusagen Input schaut, auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern auch auf den Output, in welchem Ausmaß verhält sich oder in welchem Verhältnis steht Handel, Güterhandel und Industrieproduktion zum Beispiel. Dieses Verhältnis ist hier abgebildet. Ja, und was Sie da sehen, vom Jahr 2000 bis 2008, aber man kann die Zeitreihe in die Vergangenheit verlängern bis in die 70er Jahre, haben wir hier einen zunehmenden Trend. Das heißt, dass der Handel, der Güterhandel stärker wächst wie die Produktion. Und es sind ja vor allem Industriegüter, die gehandelt werden. Es gibt noch Agrargüter und Rohstoffe, aber im Großen sind das Industriegüter. Und diese Phase hat 2008 in etwa ein Ende gefunden und seitdem geht dieser Index nicht mehr so steil nach oben, er geht seitwärts. Und darum ist auch diese Idee von Globalization die richtige. Es ist nicht Deglobalisierung, weil der Index ja nicht fällt, aber dieses steile nach oben gehen, das ist zum Ende gekommen. Und eine andere Perspektive ist hier nochmal abgebildet. In diesen Ketten sehen Sie den Anteil der ausländischen Inputs an einem Euro oder Dollar Export eines Landes. Also wenn hier China einen Wert von 26 oder 27 hat, dann heißt das, dass in einem $1 chinesischer Bruttoexporte 27 Cent ausländische Vorleistung steckten im Jahr 2005. Und das ist gefallen, bis auf den 2020 geschätzten Wert, wo wir noch keine festen Zahlen haben, aber geschätzten Wert von 15%. Hat sich fast halbiert. Und wir sehen das auch ab 2011, diese Verkürzung von Wertschöpfungsketten für die Eurozone und für die USA auch feststellbar sind. Also da ist dann schon, das ist nicht nur Globalization, sondern in gewisser Weise schon eine Art Decoupling-Prozess, oder wenn man so will, Importsubstitution, denn China hat hier in großem Ausmaß importiert, um exportieren zu können. Und diese Importe sind heimischen Vorleistungen gewichen. Ja. Jetzt gibt es viele Gründe, warum das so ist. Und ich habe Ihnen in diesem ersten Slide gezeigt, dass es neue Barrieren gibt oder weniger Liberalisierung gibt und im zweiten Slide dann gezeigt, dass die Globalisierung ins Stocken geraten ist. Ich habe Ihnen aber nicht den kausalen Zusammenhang dargestellt. Das ist keine ganz untriviale Angelegenheit, wie Sie alle wissen. Ja, also kausale statistische Zusammenhänge gut darzustellen, das ist eine Herausforderung. Ein Kollege von mir am IFO-Institut hat das versucht zu machen, aber viele weitere auch. Und was man sagen kann, ist, dass schon dieser steigende Protektionismus einen Anteil hat an dieser Verlangsamung des Globalisierungsgeschehens. Er kann das nicht 100% erklären, aber 40% ist eigentlich kein schlechter Erklärungsgrad. Simon Evenett, der Kollege in St. Gallen, beschäftigt sich schon lange mit diesem Thema und er sagt, es sind nicht nur die Barrieren per se, sondern es ist auch die Unsicherheit darüber, dass es vielleicht Barrieren geben könnte in der Zukunft. Oder das häufige Einführen neuer Barrieren, die dann wieder abgeschafft werden müssen, weil sie WTO-rechtswidrig sind oder weil sie oft auch in den eigenen Ländern verfassungswidrig sind. Und dann kommen neue Barrieren. Und dieses permanente Reengineering von protektionistischen Maßnahmen, das bezeichnet man als Murky Protectionism, also schmutziger Protektionismus. Und der sei noch schädlicher als das, was wir zum Beispiel in Zöllen kennen. Nicht? Zölle kann man aus einer Liste entnehmen und weiß, es sind 12,5% am Importwert zu entrichten an Zölle. Das ist klar, da gibt es keine Rechtsunsicherheit darüber. Bei vielen nicht-tarifären Barrieren ist das gar nicht so klar. Und diese Unsicherheit, die ist per se schädlich und auch das taucht auf in diesen 40%. Aber es gibt mehr als nur diesen Protektionismus. Es gibt auch die Tatsache, dass dieser starke Anstieg der globalen Integration vor allem getrieben wurde durch den Aufstieg Chinas. Und als dann China sich normalisiert hat und den sehr großen Industriesektor in China geschrumpft hat, einen Dienstleistungssektor entwickelt hat, dann kam es sozusagen, wenn man will, zu einer Normalisierung Chinas und zu einer weniger starken Dynamisierung des Welthandels durch China selber. Und diese Normalisierung spielt auch eine große Rolle. Ja, das ist sicherlich etwas, das in diesen restlichen 60% drinsteckt. Was all die Kollegen gut wissen, die ein bisschen mit statistischen Handelsmodellen gearbeitet haben, ist, dass man eigentlich aus der Theorie heraus erwarten würde, dass der Handel ungefähr so stark wächst wie die Produktion. Das heißt, dass dieser Index, den ich vorher gezeigt habe, der so diesen Knick hatte, dass der eigentlich horizontal verlaufen sollte. Es sei denn, es gibt Phasen des Abbaus von Handelsbarrieren. Und diese Phase, die ist in den letzten 10, 15 Jahren eben nicht da gewesen. Ne? Was es auch geben kann an Erklärung ist, dass wir mehr und mehr Güter handeln, mehr und mehr Güter verbrauchen und konsumieren. Im nicht handelbaren Bereich, Dienstleistungen zum Beispiel, Gesundheitsdienstleistungen, ja, für die die sogenannte Einkommenselastizität sehr groß ist. Also wenn ein Land mehr Einkommen hat, dann geht ein höherer Anteil des Einkommens auf Güter wie Tourismus im Inland oder Gesundheitsdienstleistungen. Es bleibt weniger über für die handelbaren Güter. Nicht? Also wenn die einen eine Elastizität von mehr als 1 haben müssen, eine Hälfte des Warenkorbs, dann muss die andere Hälfte eine Elastizität von kleiner als 1 haben. Und das heißt, dass auch aus dieser Umschichtung des Warenkorbs eine Verlangsamung des Globalisierungsprozesses gekommen sein konnte. Aber was mich interessiert, ist was anderes. Das sind sozusagen die Gründe, warum es neue Handelsbarrieren gibt. Ja? Und auch da gibt es ein Menü von Möglichkeiten. Ich werde mich dann auf die Punkte 4 und 5 konzentrieren. Aber ein Element ist sicherlich, dass es sowas gibt wie eine gewisse Globalisierungsmüdigkeit. Die Globalisierung wurde ein Stück weit gehijackt von globalen Eliten. Die haben sich da sozusagen eine kosmopolitische Welt geschaffen, in der sie sehr mobil sind und haben Teile der Bevölkerung hinter sich gelassen, die mit einem Projekt wie TTIP einfach nichts mehr anfangen konnten. Das ist ein Projekt, so hat man das wahrgenommen in vielen Kreisen, für eine kleine globale Elite. Auch eine globale Elite, die sich in den letzten Jahrzehnten ökonomisch gut aufgestellt hat, die hohe Einkommenszuwächse hatte, also Ungleichheit spielt ebenfalls eine Rolle, könnte hinter diesen neuen Handelsbarrieren stehen. Was auch ein Thema ist, sind immer neue nicht handelspolitische Ziele, die man mit Handelspolitik verfolgen möchte. Und wenn man das tut, dann heißt das, werde ich auch gleich noch sagen, genauer ausführen, dass man dann Schwierigkeiten bekommt, die eigentlichen handelspolitischen Ziele auch zu erreichen. Wenn man zu viele Ziele hat und zu wenig Instrumente, ist das ein Problem. Aber interessanter ist, finde ich, dieses hier, dass wir aus Veränderungen der globalen Konstellation einen Zusammenbruch kooperativer Gleichgewichte beobachten können, die dazu führen, dass es reizvoller wird für einzelne Spieler, die Austauschverhältnisse im internationalen Handel zu ihrem Vorteil zu manipulieren. Mit verschiedensten Methoden, eben auch mit dem Einsetzen von Zöllen. Und dass es nicht so wie in der neoklassischen Theorie nur darum geht, sozusagen die Wohlfahrt zu maximieren, das absolute Niveau des Realeinkommens zum Beispiel per capita in einer Volkswirtschaft, sondern vielleicht auch relative Größen. Nicht? Und wenn das der Fall ist, dann werden wir immer mehr vom Positivsummenspiel ins Nullsummenspiel gedrängt. Und diesem Nullsummenspiel sind manche der Theoreme und manche der Resultate, die wir kennen aus der Handelspolitik, einfach so nicht mehr ableitbar. Diese Punkte möchte ich jetzt ein bisschen genauer besprechen. Also einerseits das Thema Ungleichheit. Das ist alt. David Ricardo hat schon gewusst, dass Handel unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft unterschiedlich betrifft, dass das also Ungleichheit verschärfen kann. Stolper-Samuelson hier, Wolfgang Stolper, übrigens ein österreichischer Ökonom, der in den USA dann Karriere gemacht hat, mit Paul Samuelson gearbeitet hat. Er hat das berühmte Stolper-Samuelson-Theorem aufgeschrieben, wo gezeigt wird, dass zwingend Verlierer existieren, und zwar nicht nur relativ, sondern absolut Verlierer existieren, wenn Handelsliberalisierung durchgeführt wird. Natürlich unter sehr stilisierten Annahmen, in einem sehr simplen Modell, aber das ist immerhin mittlerweile 80 Jahre alt. Hätten wir feiern können, dieses Stolper-Samuelson-Theorem, haben wir irgendwie vergessen in all diesen ganzen Corona-Turbulenzen, weil das ein wichtiges Resultat ist. 80 Jahre alt, hat aber sozusagen bis vor kurzem keine große Rolle gespielt in der politischen Diskussion von Handelspolitik, in Wahrheit. Ne? In der akademischen schon, aber das ist etwas, das eher untergewichtet war. Und neuere Arbeiten, die auf Mark Mellitz zurückgehen, die Firmenheterogenität beobachten und betrachten, die kommen zu der Vorstellung, dass wenn Firmen unterschiedlich von Globalisierung profitieren, dann färbt das ab auf die Arbeitnehmer, die in diesen Firmen aktiv sind. Also wenn ein Unternehmen durch Importdruck aus China kaum mehr existenzfähig ist, dann werden dort auch nicht mehr die besten Löhne bezahlt werden können. Nicht? Und die Idee, die in diesem Mellitz-Modell ganz stark ist, nämlich, dass die guten Unternehmen von Globalisierung stark profitieren und die weniger guten durch Globalisierung ausscheiden, das bedeutet dann eben auch, dass Arbeitnehmer, die eher in den guten Unternehmen sind, das sind dann oft die, die ohnehin schon höhere Löhne haben, überproportional von Globalisierung profitieren. Und deswegen der Matthew-Effekt und der Matthäus-Effekt, wer hat, dem wird gegeben. Ja? Dazu habe ich zum Beispiel eben in den von der Ingrid diskutierten Arbeiten publiziert. Da gibt es viele Fragen ökonometrischer Natur. Wie kann man absolute Verlierer überhaupt identifizieren in unseren typischen Diff-and-Diff-Ansätzen, nicht? Weil wir ja die absoluten Niveaus rausrechnen in unserer Ökonometrie meistens. Ja, da ist das, was uns eigentlich interessiert, schon mal weg in der Analyse. Wie können wir sicherstellen, dass wir wirklich von Handel sprechen und nicht von Dingen, die der Handel vielleicht angetrieben hat? Nicht? Und die Hartz-Reformen in Deutschland, die sind entstanden, auch weil es Handelsöffnung gab Richtung Osteuropa und China. Aber es ist nicht der Handel per se, der sozusagen hier dann vielleicht für Ungleichheit gesorgt hat, sondern es war die Einführung eines Mindestlohnsektors durch eine institutionelle Veränderung. Was wir ungefähr erahnen können, ist, dass Handel einerseits zwar eine nachweisliche Rolle spielt für die Dynamik der Ungleichheit, aber keine enorme. Nicht? Also diese 20%, die da stehen, die kommen aus einem relativ aktuellen Harvard University Press Book von Alan Halpern. Ja, der hat zusammengefasst, was da an Evidenz da ist. Und wir haben in einer Studie für Deutschland mit Mikrodaten und das ist ein strukturell geschätztes Modell kaum Effekte gefunden des Handels per se auf die Ungleichheit, aber große Effekte der institutionellen Veränderung, also der Hartz-Reform, auf die Ungleichheit. Also wenn man so will, ja, wenn wir mehr Protektionismus beobachten, dann mag die Ungleichheit eine Rolle gespielt haben, aber sie kann keine große Rolle gespielt haben, weil der Handel auch einfach zu klein ist. Nicht? Also man darf ja nicht vergessen, eine Volkswirtschaft wie die USA ist sehr geschlossen. Das sind wenige Prozentpunkte des Bruttoinlandsproduktes, die tatsächlich in Wertschöpfungseinheiten mit dem Ausland transagiert werden. Da kann man sich kaum vorstellen, dass das wirklich so große politische Implikationen haben kann. Was wir aber nicht geschafft haben, Jeffrey Frieden, auch Harvard, das ist schon ein Politikwissenschaftler, der damit verbunden ist, aber das ist auch ein altes Problem, das Ökonomen kennen. Wir haben es nicht geschafft, die Verlierer zu kompensieren. Ja, die Verlierer, wo die Theorie sagt, die soll es geben, die haben wir nicht kompensiert. Vor allem ist es sehr schwer, relative Positionen zu kompensieren. Man kann also, wenn man Verlierer kennt und die absoluten Verlierer identifizieren kann, was schon mal eine extreme schwierige Angelegenheit ist, dann kann man die möglicherweise kompensieren, aber wenn sich Verschiebungen ergeben im relativen Gefüge, wo vielleicht alle gewinnen, dann mag das auch Widerstand gegen Globalisierung hervorrufen, weil es ja nicht nur in der Wahrnehmung der Menschen, das sagt uns die Verhaltensökonomik, nicht nur um absolute Effekte geht, sondern auch um relative Positionen. Jedenfalls ist es so, dass Liberalisierung nicht Pareto optimal ist, im Sinne davon, dass keiner verliert bis auf, und einer mindestens gewinnt oder alle gewinnen und keiner verliert. Das ist eher sehr unwahrscheinlich. Und die Kompensation, die Ökonomen sehr häufig so ein bisschen wie die Monstranz vor sich hertragen und sagen, ja, ja, es gibt Verlierer, aber der Kuchen wird größer und ihr müsst die Verlierer nur kompensieren, die ist halt praktisch sehr schwierig, weil man die Information nicht hat, die man bräuchte, die sogenannten Counterfactuals, nicht was wäre das Einkommen eines Haushalts einer Person ohne Handelsliberalisierung. Das kann man bestenfalls in einem Modell simulieren, aber wie soll man das in der Realität sozusagen politikadäquat ableiten? Wir haben ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und das Gravierendste wahrscheinlich ist, wenn man zum Beispiel die relative Positionen einfriert, dann friert man auch die Anreize ein, zum Beispiel für Bildungsinvestitionen. Ja, das heißt, es ist gar nicht klar, ob man eigentlich kompensieren will, weil wenn man das tut, dann macht man einen Teil der Handelsgewinne kaputt, die darauf beruhen, dass Individuen oder auch Unternehmen investieren, um sich in einer neuen Umwelt besser zu stellen. Klar ist aber auch, Branko Milanovic hier, früher an der Weltbank, dass es, wenn man hier die Weltverteilung ansieht und die Einkommensperzentile ansieht, dass es in der Hyperglobalisierungsphase hier von 1988 bis 2008, vor allem im globalen Mittelstand hier, Leute, die so in der Mitte der Einkommensverteilung global angesiedelt sind, Zuwächse im Einkommen gab. Ja, das sind die in China oder in Indien oder in Schwellenländern, die profitiert haben von Globalisierung, dass dann aber hier im oberen Viertel, Fünftel der Einkommensverteilung die Gewinne sehr klein sind, je nachdem, welche Methode man genau verwendet. Und das sind dann eher die Mittelschichten in Europa und in den USA. Ne? Und das Ganze hier, da steht Mammut, ja, weil das hier irgendwie ein Elefant ist. Ja, da kann man hier fast schon nicht mehr erkennen, aber in den ersten Varianten dieser Analyse gab es sozusagen einen großen Rüssel, der nach oben gerichtet ist. Hier ist ein bisschen kürzer und einen Buckel, ja, so ein bisschen nach Elefant, wenn Sie sich anstrengen, sieht das immer noch aus. Ja? Also eine globale Mittelklasse, die entsteht, aber die Mittelklasse in Industriestaaten, die gerät unter Stress und Boomzeit für globale Eliten, ja, weil hier hohe Zugewinne da sind und der Rüssel in manchen Analysen, der geht noch deutlich weiter nach oben. Und dann das Thema mit den vielen Zielen. Wir machen also Handelspolitik nicht nur, um den Handel zu vergrößern und Wohlstandsgewinne zu erzielen, sondern wir wollen auch viele andere Dinge damit durchsetzen. Und was dieses Bild hier zeigt, ist in welchem Ausmaß Freihandelsabkommen der Europäischen Union, zum Beispiel politische und bürgerliche Rechte, Umweltschutz, Sozialrechte, Sicherheitselemente beinhalten. Also man will Handelsabkommen schließen und Handel schaffen, aber man will auch die Bürgerrechte promoten, den Umweltschutz voranbringen, dieses und jenes noch. Nicht? Und wir wissen von Jan Tinbergen, einen der ersten Nobelpreisträger, oder der erste Nobelpreisträger oder sogenannte Nobelpreisträger der Ökonomen überhaupt, dass es schwierig ist, wenn man Ziele hat, Endziele hat, aber mehr Ziele als Instrumente. Und wenn das Instrument, das wir haben, eben Zollpolitik ist und man will damit aber ganz viel erreichen, dann wird man bei manchen Zielen Abstriche machen müssen. Wir sind in einem klassischen Zielkonflikt. Da kennen sich Ökonomen gut aus. Ne? Also unsere Disziplin, wenn man so will, die handelt ja vor allem von Zielkonflikten. Aber was man hier sozusagen sofort sehen kann, ist, wenn wir die Handelspolitik mit weiteren Zielen überfrachten, dann wird sie die eigentlichen handelspolitischen Ziele nicht mehr in der idealen Form erreichen können. Dafür erreicht sie eben was anderes auch. Aber das kann eben bedeuten, dass man mögliche Absenkung von Handelskosten, Zollreduktion, was auch immer es ist, in dem Ausmaß nicht durchführen kann, weil man eben andere Ziele auch hat, die mitgedacht und mit berücksichtigt werden. Und wenn jetzt die Anzahl der Ziele mehr wird, dann braucht man neue Instrumente. Ja? Also eine Diskussion in der geoökonomischen Debatte heute ist ja, wenn wir mehr wollen, dann müssen wir auch mehr Instrumente finden. Und das passiert gerade auch in der europäischen Politik, in der Handelspolitik. Da können wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber sprechen. Klar ist aber, dass viele dieser Ziele wichtig sind, zum Beispiel die Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaft, aber dass man wirklich aufpassen muss, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Was ich Ihnen hier mitgebracht habe, sind zwei Bilder von einer Arbeit von Joe Shapiro in dem American Economic Journal, der in einem Modell zeigt, dass ja, es Kosten des internationalen Handels gibt durch nicht internalisierte CO2-Emissionen. Nicht jedes Schiff, das CO2 emittiert, weil es mit Diesel betrieben wird, produziert eine negative externe produziert negativ externe Kosten, den können wir aber als Ökonomen ein Preisschild geben, nicht? Und das ist jetzt die mit 29 € gerechnet, das ist viel zu niedrig, wenn man so mag, aber lassen Sie es 3, 4, 5, 6 Mal so groß sein, bleiben die Kosten, die da entstehen, ja, in keinem Verhältnis zu den Nutzen, die die internationale Arbeitsteilung bringt. Also man muss sehen, welche Relevanz sozusagen die einzelnen Ziele miteinander haben, wenn man einen Zielkonflikt aushandeln möchte. Jetzt kommen wir ein bisschen näher schon in die geoökonomische Diskussion, nicht? Weil es eine Phase gab in der sozusagen Weltwirtschaftsgeschichte, so nach dem Ende des Kalten Krieges bis 2008 ungefähr. Sie erinnern sich an meine geknickte Globalisierungsindex-Grafik. Diese Phase bezeichnen Kollegen wie Danny Roderick an der Kennedy School in Harvard als eine Phase der Hyperglobalisation. Da ist die Globalisierung massiv vorangeschritten, Zollabbau, die WTO wurde geschaffen, viele unilaterale Reformen sind passiert, in Schwellenländern vor allem. Es gab regulatorische Kooperation, es gab auch die Pax Americana, also eine Ordnungsmacht, die sich um den Welthandel angenommen hat und die den geprägt hat. In dieser Phase sind Produktionsprozesse immer stärker fragmentiert worden. Man hat nicht nur wie bei Ricardo Tuch gegen Wein gehandelt, sondern eben plötzlich auch Bestandteile von hochspezialisierten technischen Produkten. Also eine starke Fragmentierung von Gütern. In einem iPhone stecken Elemente, die in 100 Ländern hergestellt werden, in tausenden verschiedenen Unternehmen. Und dieses Fragmentieren der Produktion hat zusätzliche Handelsgewinne möglich gemacht. Da gibt es eine große Literatur dazu. Und es hat auch dazu geführt, dass es zu einer Konvergenz kam, dass also Länder, die teilnehmen konnten in diesem Fragmentierungsprozess, wirtschaftliche Vorteile erringen konnten. Und einer dieser Gewinner war eben China. Was Sie hier sehen, ist eine Rechnung, die ein bisschen in die Zukunft gerichtet ist. Ja, China überholt die USA in laufenden US-Dollar hier gerechnet. Das wird 2030 vielleicht passieren, vielleicht ein bisschen früher, ein bisschen später. In Kaufkraftparitäten ist dieses Überholmanöver schon gelungen. Da haben die Chinesen Amerika schon hinter sich gelassen. Und vermutlich hätte die US-Administration im Jahr 2001, als China der WTO beigetreten ist, nicht gedacht, dass es in 30 Jahren sozusagen seinen Platz als Hegemon der Welt an China abtreten müsste, jedenfalls in BIP-Einheiten gerechnet. Hätte die Amerikaner das vorhergesehen, dann hätten sie vermutlich den Beitritt Chinas in die WTO so nicht geschehen lassen. Faktum ist, dass sozusagen dieses Teilhaben Chinas am Welthandel diesen Aufstieg Chinas mit befördert hat und eine Konvergenz in einem geostrategischen Sinne hergestellt hat, die sich wahrscheinlich der Westen, vor allem der amerikanische Westen, so nicht vorgestellt hat. Was man sich auch nicht vorgestellt hat, ist, dass China eigentlich sehr schnell nach dem Beitritt in die WTO mit Importsubstitution begonnen hat. Ganz massiv. Also hier sehen Sie, in welchem Ausmaß die Importoffenheit Chinas abgenommen hat. Es war sehr hoch, China Anfang dieses Jahrtausends sehr hoch offen oder sehr stark offen. Und das ist zurückgegangen auf ein relativ niedriges Niveau. Und das lässt sich auch messen in einem solchen Globalisierungsindex, der die rechtlichen Bedingungen in China misst. Bis ins Jahr 2008 ist China tatsächlich offener geworden und danach ist es vor allem unsicher geworden. Ja. Und das hat zu einer Diskussion geführt, dieses starke Ansteigen Chinas, mit dem keiner gerechnet hat, die in den USA mit dieser Death by China Literatur verbunden ist. Death by China von Peter Navarro und Greg Autry. Peter Navarro war der Handelsberater von Donald Trump, ja, der mit dieser Art von Literatur bekannt geworden ist. Und was man mit Death by China meint, ist eben, dass der Anstieg des Handels mit China gemeinsam beobachtbar ist mit einem starken Zurückgehen der Industriebeschäftigung in den USA. Und ähnlich wie in Deutschland oder in Österreich auch, ist die Industriebeschäftigung halt wertvoll, weil dort relativ hohe Löhne bezahlt werden für Arbeit aus der mittleren Qualifikationsgruppe. Und wenn diese Jobs wegfallen, dann polarisiert sich die Verteilung. Ein paar der ehemaligen Industriearbeiter werden sozusagen erfolgreich im IT-Sektor, sonst wo, ganz viele aber nicht und wandern in den Niedriglohnsektor ab. Ja, deswegen ist diese Industriebeschäftigung ein Thema gewesen. Und Literatur wie hier zum Beispiel Arthur Dorn und Hansen, 2013, ganz berühmtes Papier mit dem Titel The China-Syndrom in der American Economic Review, zeigen, wo eben diese Verluste durch Importwettbewerb mit China besonders stark waren. Und diese Distrikte hier, ja, vor allem in diesen Bereichen der USA, im Overfly-Country, die waren dann auch besonders Trump-affin und haben die chinaskeptische Politik dieser letzten Administration stark mitgetragen. Aber dahinter steht etwas Fundamentaleres, glaube ich, nämlich, dass man Ende der 1990er Jahre gedacht hat, es gibt keinen Systemwettbewerb mehr, geostrategische Rivalität ist vorbei, die Sowjetunion hat verloren, der Westen hat gesiegt, die Welt wird eine marktwirtschaftliche sein, eine demokratische sein, und Francis Fukuyama hat the end of history verkündet. Ja? Und damit meint er eben, dass die großen politischen Struggles, die Guten gegen die Bösen und die Weißen gegen die Roten und so weiter, dass all das vorbei ist. Nicht? Und heute wissen wir, dass es eben nicht so gekommen ist. Und zum einen gab es 2008 sozusagen eine starke Erschütterung dieses marktwirtschaftlichen Denkens und des marktwirtschaftlichen Systems durch die große Wirtschafts- und Finanzkrise. Gleichzeitig eben auch wurde 2008 sehr klar, dass China ohne Beschädigung durch diese Krise kam. Große Rezession im Westen, in Asien nicht, gerade in China nicht. Der Anteil Chinas am Weltwirtschaftsprodukt ist gerade 2008, 2009, 2010 deutlich gestiegen. Und wir haben sozusagen nach dieser Erfahrung mit den Lehmann-Brüdern ein Umdenken gehabt, auch in der geoökonomischen Diskussion, in der geostrategischen Diskussion, vor allem in den USA zunächst, das in diesem Buch schön beschrieben ist. Das war für mich der Eye-Opener, das ist 2016 rausgekommen mit dem Titel War by Other Means, Geoeconomics and Statecraft. War by Other Means heißt, dass die geopolitische Auseinandersetzung, die früher mit Kanonenbooten geführt wurde, eben heute mit ökonomischen Mitteln geführt wird. Mit Sanktionen, mit verschiedensten Instrumenten der Außenwirtschaftspolitik. Und diese Veränderung in dieser Struktur hier, die ist, glaube ich, kausal verbunden mit einem Zusammenbruch des kooperativen Multilateralismus. Jetzt kann man sagen, ja, mag sein, aber so neu ist das doch alles nicht. Das ist genau richtig. Den Herrn kennen viele von Ihnen, der ist auf der, ich glaube, auf der 5-Pfund-Note, oder? In UK, Adam Smith, der ja sozusagen bei uns immer verwendet wird, in jeder Anfängervorlesung sagen wir, Adam Smith hat gesagt, Freihandel ist eine große Sache, damit spezialisieren wir uns auf die Dinge, die wir gut können. Ja, er hat auch kritisiert, dass Abweichungen vom Freihandel sozusagen aus Beggar-der-Neighbor-Überlegungen heraus schädlich sind. Ne? Man versucht, den Handelspartner in die Tasche zu greifen, das geht meistens nicht gut aus. Aber dieser selbe Adam Smith hat auch gesagt, und zwar in vielen, vielen Seiten seines berühmten Buches aus 1776, dass es Abhängigkeiten gibt, die durch Arbeitsteilung geschaffen werden können. Und zwar politische Abhängigkeiten, die von einem politischen Gegner missbraucht werden können. Und deswegen findet sich in diesem Buch, das den Freihandel so hoch hält, auch über Seiten eine Verteidigung der sogenannten Navigation Acts im Vereinigten Königreich, die zum Inhalt hatten, den holländischen Schiffen den Zugang zu britischen Häfen zu verwehren. Und Adam Smith sagt, that's one of the wisest policies. Ja? Und er schreibt Sätze wie diese, Defense, however, is of much more importance than opulence. Also die nationale Sicherheit ist viel wichtiger als der Wohlstand. Ja? Das heißt, man muss gar nicht weit laufen, auch sozusagen in den Schriften unserer Gründungsväter, wenn man so will, um diese Spannung zu sehen, die jetzt auch möglicherweise durch den Aufstieg Chinas in der aktuellen Diskussion wieder zu sehen ist. Ja, und dieser Satz, Defense is of much more importance than opulence, hätte auch von diesem Herrn herkommen können. Ich weiß nicht, ob der in der Lage gewesen wäre, so sophisticated zu formulieren, aber die Essenz des Arguments ist, glaube ich, gar nicht so anders. Donald Trump hat ja einen sehr obskuren Artikel aus dem GATT, aus dem Welthandelsrecht gezogen, den Artikel 21, der sagt, wenn ein Land national bedroht ist, kann es Zölle einführen. Oder kann Zugeständnisse handelspolitischer Art zurücknehmen. Und das hat er auch gemacht. Er hat die Stahl- und Aluminiumzölle eingeführt, die erst jetzt, vor kurzem wieder, gegenüber Europa zumindest suspendiert wurden. Abgeschafft noch nicht, aber zumindest suspendiert wurden. Und was das was dieses Ziehen dieses Artikel 21 bedeutet für die WTO, wird erst jetzt so langsam klar. Ich glaube, das hat sozusagen der WTO einen unwiederbringlichen Schaden zugefügt. Weil, wenn Sicherheitsargumente sozusagen eine große Rolle bekommen und handelspolitisch sogar bestimmend werden, dann zieht eine Logik ein in die Handelspolitik, die mit dem Spirit des alten GATT und WTO nicht vereinbar ist. Und das ist eben diese Nullsummenlogik, weil es um die Dominanz geht. Wenn es darum geht, Sicherheit zu garantieren, dann geht es eben nicht darum, absolute Vorteile zu bekommen, sondern relative Unterschiede möglichst groß zu machen. Der Wohlstand oder das BIP, ja, die Wirtschaftsleistung meines Landes muss möglichst groß sein gegenüber der meines Rivalen. Nicht nur dann ist meine Sicherheit gewährleistet. Und wenn das Denken sozusagen in die Payoff-Funktion der Spiele hineingeschrieben wird, kann man zeigen, macht es einen großen Kracher und aus unseren schönen Theoremen und Modellen bleibt nicht mehr viel übrig. Ja? Und das heißt, die WTO ist fundamental sozusagen beschädigt dadurch. Und Trump hat diesen Artikel 21 gezogen und der wurde dann von vielen anderen Ländern auch verwendet. Ja, von Russland, von Pakistan, von Indien und vielen anderen auch. Da ist ein echter Tabubruch passiert. Kooperation im Welthandelssystem ist ja so eine Sache, nicht? Also, denn die ist nicht selbstverständlich. Zunächst einmal haben wir ja das Problem, dass wenn ein Land sagt, ich schaffe meine Importzölle ab, dass das die sogenannten Austauschverhältnisse verändert, die sogenannten Terms of Trade. Und für das Land, das die Zölle abschafft, werden diese Terms of Trade zunächst verschlechtert, sodass es keine Anreize gibt, unilateral Importzölle abzubauen. Und auch umgekehrt ist es so, wenn es mal eine Situation gibt, in der wir schon niedrige Zölle haben, dann ist die Abweichung von diesen Niedrigzöllen eine unilateral vorteilhafte Politik, weil das die Terms of Trade verbessert. Und darum braucht es Instrumente und Mechanismen, wie man aus diesem Gefangenendilemma entfliehen kann. Hier haben wir ja eine Situation, die kennt man in vielen anderen sozialen Kontexten auch, dass das individuelle Optimierungsverhalten kollektiv schlecht ist. Kollektiv in eine Situation führt, in der alle ärmer sind oder unsicherer sind oder schlechter gestellt sind. Ja? Das kann man sozusagen, das kann man rauf und runter deklinieren, in modernen Modellen, in alten Modellen. Ich hab das auch mal gespielt und Trade War Szenarien simuliert mit einem dieser Melitz-Modelle. Ja, aber die Frage ist, wie man da rauskommt. Und es ist viel schlimmer, als man noch angedacht hat vor einigen Jahren. Das konnten wir zeigen, nämlich auch kleine Volkswirtschaften, die eigentlich gar keine Marktmacht haben, würde man sagen, um ihre Austauschverhältnisse zu manipulieren, weil sie zu klein sind. Selbst die haben Anreize, von Nullzöllen abzuweichen, weil sie, obwohl im Aggregat klein, in einzelnen Produktnischen groß sein können. Nicht? Auch Österreich hat Hidden Champions. Und Liechtenstein hat auch Hidden Champions. Selbst dieses kleine, unbedeutende Liechtenstein ist in seiner Produktnische groß und hat dort dann Anreize, Terms of Trade Manipulation durchzuführen. Oder man kann sagen, es geht gar nicht um die Terms of Trade, so wie wir das typischerweise definieren, sondern es geht um das Anziehen ausländischer Firmen. Wenn ich einen Zollschutz aufbaue, dann bedeutet das, dass ausländische Firmen einen Vorteil haben, im Inland zu produzieren, statt das Inland über Exporte zu bedienen, weil beim Exportieren fallen Zölle an, bei der Produktion im Inland nicht. Das hat Ralf Osser, der erst in Zürich ist und früher in Chicago, mal schön gezeigt in einem Papier im Journal of Political Economy. Also es ist nicht so klar, warum es überhaupt zur Kooperation kommt. Und Arbeiten von Bergwall und Steger haben dann gezeigt, die haben ja, ich glaube, 50 Papiere mittlerweile geschrieben, 2 Bücher, 2002, jetzt ein ganz neues, das noch gar nicht herausgekommen ist, wo gezeigt wird, ja, das Problem sind diese sogenannten Terms of Trade Externalitäten, also dass das individuelle Verhalten eben nicht mit berücksichtigt, was das mit dem ausländischen Einkommen tut zum Beispiel. Und sie konnten 2002 und in vielen Arbeiten zeigen, dass die GATT und WTO, also diese internationalen Handelsabkommen, ein Forum sein können, das für wiederholte Spiele gut geeignet ist. Und wenn wir Spiele wiederholen können, dann kann man auch Sanktionsstrategien haben, Tit for Tat, um damit kooperative Gleichgewichte möglich zu machen. Sie zeigen zum Beispiel, dass diese merkantilistische Idee des Austauschs von Marktzugang, was Ökonomen zunächst einmal etwas skeptisch sehen, dass das eine gute Strategie ist, um gegenseitig Handelsöffnung hinzukriegen. Aber da geht es um Austausch von Marktzugang und die Grundsätze, die dieses System funktionieren lassen, sind Meistbegünstigung, das ist Artikel 1 GATT und das National Treatment, das ist Artikel 2, das sind also ganz fundamentale Dinge und man kann zeigen, spieltheoretisch, dass in wiederholten Spielen mit diesen Protokollen es zu stabilen kooperativen Gleichgewichten kommen kann. Ja? Und Regeln eben auch, wenn einer abweicht von den Sanktionen, wie gesagt, eine effektive Internalisierung dieser Externalitäten. Und das ist relativ robust, aber eben nicht robust genug. Denn es ist nur dann robust, wenn die Zielfunktionen der Regierungen so sind wie hier aufgeschrieben, wobei dieses YJ hier ein Vektor sein kann oder auch nur eine Zahl, die auf die absoluten Ergebnisse in dem Land J abstellt, zum Beispiel auf den realen Konsum. Und dieses U von Y, wenn Y der reale Konsum ist, dann ist das sowas wie eine Wohlfahrt. Nicht? Aber die Unterstellung ist, dass es eben die Ergebnisse des eigenen Landes sind, die relevant sind für das Handeln. Und das muss nicht so sein. Ja, das muss nicht so sein. Wenn man zulässt, dass es in diesen Payoff-Funktionen Externalitäten gibt und sich dann wieder hinsetzt an die schönen mathematischen Appendices der verschiedenen Papiere von den Herren Bergwald und Steger, dann stellt man schnell fest, da beginnt es dann gehörig zu wackeln. Und in Spezialfällen kann man schnell zeigen, dass keines von diesen Theoremen mehr gilt. Ja? Zum Beispiel nicht, wenn man eine Situation hat, wo in dieser Payoff-Function nicht nur das eigene BIP zum Beispiel drinsteht, sondern auch das BIP des anderen Landes. Ja? Nicht? Also man könnte sagen, ein Land J möchte gerne ein möglichst hohes eigenes BIP haben, ist klar, weil das gut ist für die Bevölkerung. Aber es hat vielleicht auch ein Interesse, das BIP des anderen Landes I möglichst klein zu halten, weil wenn dieses BIP groß wird, dann, und dass da ein Land ist mit anderen sozusagen Präferenzen, einer anderen Mission, ne, dann entstehen daraus sicherheitspolitische Bedenken. Und immer wenn wir Spiele haben, nicht, das gilt sehr allgemein, in der Externalitäten existieren, in dem Sinne, dass sozusagen ein Outcome in einem anderen Land direkt Payoff relevant wird, dann wird es schwierig. Ja, und das lässt sich eben auch in dieser Bergwald-Steiger-Literatur zeigen. Jetzt kann man sagen, sind das pathologische Fälle, also haben das nur Irre, sowas, nicht? Wie gesagt, bei Adam Smith kann man nachlesen, so irre ist das wahrscheinlich gar nicht. Es ist verhaltensökonomisch schnell argumentierbar, nicht? Also dass relative Positionen wichtig sind, aus verschiedensten Gründen, nicht nur für Staaten. Die Verhaltensökonomik schaut das zwischenmenschliche Verhalten an, aber das aggregiert sich vielleicht auf die staatliche Ebene hinauf. Und es gibt eine lange politikwissenschaftliche Tradition, die Paul in einem sehr bekannten Aufsatz 1991 aufgeschrieben hat, dass eben in den International Relations absolute und relative Vorteile eine große Rolle spielen. Absolute, das würde bedeuten, ich mache Handelsliberalisierung, wenn mich das persönlich besser stellt, wenn ich einfach höheren Konsum ermöglichen kann zum Beispiel. Auch dann, wenn mein Handelspartner mehr davon gewinnt. Aber die relative Logik, die würde sagen, das mache ich nicht, weil der Handelspartner, der mehr gewinnt, gewinnt dadurch Macht. Ökonomische Macht ist immer politische Macht und wenn ich nicht vertrauen kann, dass mein Partner mir Gutes will, dann lasse ich diese Handelsliberalisierung stehen, obwohl sie für das eigene Land politische oder ökonomische Vorteile bringen würde. Ja, wir sind also hier nicht in einem Positivsummenspiel, wie wir es kennen, in der Basisveranstaltung, in einer Handelsvorlesung, sondern in etwas, das eher nach einem Turnier aussieht. Nicht? Nach einem Fußballspiel oder wo es einen Gewinner gibt und einen Verlierer. Und wo man sich nicht sozusagen zu zweit besser stellen kann, weil es gibt ein ganz klares Ranking. Ja? Und wenn Sie sich jetzt so eine Zielfunktion vorstellen, wo ein absoluter und ein relativer Term drin sind, dann ist die Frage, welche Gewichtung haben denn diese Größen? Ne? Das könnte man abhängig machen vom Vertrauen, das in dem System da ist. Das Vertrauen nämlich, dass ein Handelspartner, der mächtiger geworden ist, diese Macht nicht benutzt, um mich auszubeuten. Und dieses Vertrauen ist in den letzten Jahren vermutlich kleiner geworden. Ja? Warum kleiner geworden? Weil wir eben ein China erlebt haben, das ein ganz anderes Gesellschaftsmodell ein autokratisches, nämlich mit einer gewissen, auch mit einem gewissen Missionswillen sozusagen verkündet und betreibt, als das der Westen tut. Und dann ist, wenn man sich das nochmal vorstellt, hier ein bisschen in anderen Buchstaben geschrieben, ist es dieses Theta, ja, das in dieser Payoff-Function eine große Rolle spielt. Wenn das Theta 1 ist, dann fällt dieser relative Term weg und dann sind wir in einem Positivsummenspiel. Und wenn dieses Theta aber nicht 1, sondern 0 ist, dann sind wir in einem absoluten Nullsummenspiel. Und in Wahrheit haben wir wahrscheinlich irgendwo eine Mischung und dieses Theta liegt irgendwo zwischen 0 und 1. Aber es reicht für die meisten Resultate von Backwell und Steiger, die eben zeigen, dass die WTO und GATT funktionieren als Forum zum Hervorbringen kooperativer Gleichgewichte, dass dieses Theta nicht 1 ist. Schon kracht. Und wenn es 0 ist, kann man das sozusagen den Bachelorstudenten schon zeigen. Für die etwas schwierigeren Konstellationen ist es ein bisschen mühseliger. Ja? Warum hat zwischen 1948 und 2008 das GATT-WTO-System funktioniert? Das ist also eine Interpretation ist, da war Theta 1. Oder man hatte so viel Vertrauen, nicht, dass man die relativen Größen vernachlässigen konnte in dieser Payoff-Funktion. Und warum? Ja, weil es unter den Mitgliedern des GATT am Beginn kein Systemwettbewerb gab. Die Russen waren nicht dabei, der Sowjetblock war nicht dabei. Das waren sozusagen die USA mit ihren Alliierten, mit ihren engen Alliierten und mit denen, die den Krieg verloren haben und in das System integriert wurden. Und als dann diese End-of-History-Narrative um sich gegriffen hat und es ein US-Hegemon gab, dann wurden zwar neue Länder in das System hereingeholt, aber es war auch klar, was die Regeln sind. Und dass sozusagen dieses opportunistische Ausbeuten relativer Machtpositionen nicht denkbar war, weil die USA darüber gewacht haben, dass das nicht passiert. Und seit 2008 ist es eben anders. Da ist diese Garantie und auch diese Hegemonierolle der USA nicht mehr gegeben und dieses Theta gleich 1 vermutlich nicht mehr so argumentierbar, wie das vorher der Fall war. Und die Theorie, Backwell-Steiger-Theorie, die funktioniert dann so nicht mehr. Was heißt das? Das heißt, durch diesen Systemwettbewerb ist sozusagen das GATT-WTO-System im Kern angegriffen. Nicht? Man kann viele Anecdotal Evidence bringen und Geschichten erzählen über GATT und WTO und wie sich die Inder daneben benehmen und wie die Amerikaner die Bestellung von Richtern in der Berufungsinstanz der WTO lahmgelegt haben und so weiter. Das ist alles nett und schön, aber in Wahrheit, glaube ich, ist es ein fundamentaleres Problem, dass mit dieser Verschiebung hin zu relativen sozusagen, Größen, zu dem Nullsummenspiel, weg von den absoluten Größen und im Positivsummenspiel zu tun hat. Um das zu illustrieren in einem Modell, ja, habe ich Ihnen mal hier ein Bild mitgebracht, das ist schon ein bisschen älter, 2 Jahre habe ich das noch am IFO aussimuliert. Ja, was macht denn, schauen wir uns das Eskalationsbild an, was macht denn ein Handelskrieg zwischen China und USA mit dem realen BIP in diesen Ländern? Ja? Und was man da zeigen kann, ist, dass alle verlieren. Ja? Diese Balken zeigen beide nach unten. In beiden Ländern nach unten. Das heißt, ein Handelskrieg ökonomisch bringt keine Gewinner. Aber es ist auch klar, dass die Verluste mit den aktuellen Daten parametrisierten Modell in China, das ist der dunkle Balken, viel größer sind als in den USA. Und selbst wenn China zurückschießt, was sie auch gemacht haben, bleibt das so. Ne? Die Verluste in China dreimal so groß wie jene in den USA. Und wenn man das sieht, dann hat man plötzlich und das vor diesen Nullsummen-Gedanken sich ansieht, dann hat man plötzlich eine Erklärung, warum die Amerikaner gemacht haben, was sie gemacht haben. Und warum ein Trump, der vor 3 Jahren getwittert hat, when a country is losing many billions of dollars on trade, bla 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 bla, then trade wars are good and easy to win. Ja? Würde man als liberaler Ökonom sagen, der ist natürlich vollkommener Wahnsinn, das ist absolut falsch, was der erzählt. Das stimmt nicht, aber es stimmt eben nur dann nicht, wenn der Autor eines solchen Tweets dieselben Präferenzen teilt, die wir auch haben. Nicht? Und ich würde sagen, um was es geht, ist das Maximieren des Pro-Kopf-Einkommens oder um das Maximieren eines absoluten Nutzenniveaus. Wenn es aber darum geht, einen geostrategischen Herausforderer auf Distanz zu halten, dann kann man einen Handelskrieg sehr wohl gewinnen. Und dieses Bild zeigt ja doch, das ist durchaus möglich, denn der Schaden, den der eine erleidet, ist viel größer als der Schaden, den der andere erleidet. Und wenn die relativen Größe das sind, um was es geht, dann kann man diesen Handelskrieg eben doch gewinnen. Und das Interessante war, ich war 2018 mit einer Bundestagsdelegation in Washington, haben einen republikanischen Abgeordneten getroffen und der hat gesagt, what do you want, guys? Yeah, there are always casualties when you go to war. Ja, also ein Krieg ist natürlich ein Nullsummenspiel, da bleiben immer Tote liegen. Ja? Und die Frage ist dann aber, wo ist sozusagen der Haufen der Opfer größer? Und dort, wo er größer ist, ist der Verlierer und dort, wo er kleiner ist, ist der Gewinner. Nicht? Das ist ein primitives Beispiel, aber das ist die Logik, die dahinter steht. Und das kann man natürlich erst noch perfektionieren und man muss vielleicht gar nicht wirklich in den Krieg ziehen, in den Handelskrieg ziehen. Man kann vielleicht auch Unsicherheit oder die Drohung einsetzen, um zu erreichen, was man möchte. Ihr müsst mir sagen, wenn ich mich einbremsen muss. Ja. Ja. Harry? Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Gut. Jetzt kann man sich fragen, was muss man eigentlich machen in einer solchen Konstellation? Nicht? Also wir Europäer, ist ja schön und gut, wenn das so stimmt, was ich mir da überlege, und wenn wir ein geostrategisches Problem haben zwischen USA und China und das ruiniert sozusagen die Basis des liberalen Welthandelssystems, was soll man dann in Europa machen? Und auch da ist sozusagen der Blick vielleicht in die Militärliteratur, in den Clausewitz und in die alte römische Literatur vielleicht gar nicht so falsch, wo man Dinge kennt wie, wer den Frieden will, muss den Krieg vorbereiten. Nicht? Und was heißt das? Das heißt nichts anderes, in unserem Kontext übersetzt, dass man das, was die WTO und GATT ja auch tut, nämlich für Fehlverhalten Sanktionen anzudrohen, dass man das nochmal anders überlegen muss. Nämlich, wenn es nicht das Protokoll und das Forum der WTO gibt. Die WTO sagt ja, gibt ja bestimmte Bedingungen vor, wie es sanktioniert werden darf und wie nicht sanktioniert werden darf, was sanktioniert werden darf und so weiter. Wenn dieses Protokoll nicht mehr zur Verfügung steht, dann muss man sich neu überlegen, was man an Instrumentarium hat. Und es ist ein bisschen paradox, dass das Drohen mit Sanktionen und das Vorbereiten sozusagen auf handelspolitische Eskalation letztlich Stabilität im Welthandel hervorbringen kann. Und wenn man so will, ist das ja auch das Erfolgsprinzip von GATT und WTO gewesen, wo das Abweichen von Kooperationsstrategien eben Sanktionen hervorgerufen hätte von den Handelspartnern. Und jetzt ist die Frage, wie muss man Sanktionen gestalten? Ja, wir wollen ja Sanktionen so gestalten, dass sie am Ende gar nicht eingesetzt werden müssen. Nicht so wie im Kalten Krieg. Ja, da gab es die Sanktionsdrohung, wenn du mich angreifst, greife ich dich an, dann sind wir alle tot. Ja, und das hat offenbar mit dazu geführt, dass es nicht zum Atomkrieg kam. Wir wollen also, dass diese Sanktionen off equilibrium bleiben, also auf dem Gleichgewichtspfad nicht eingesetzt werden, aber gleichwohl müssen sie glaubwürdig angekündigt werden können als Antwort auf abweichende Strategien. Es gibt Probleme damit, weil wenn man die Drohung umsetzt, wird es teuer. Also wir haben damit ein Anreizkompatibilitätsproblem. Wir haben ein Unsicherheitsproblem, weil ich nicht weiß, ob mit welcher Drohung ich was erreichen kann. Also welchen Typ von Gegenüber habe ich vor mir? Ist der überhaupt willens, ein Spiel zu spielen, in dem eine Zukunft eine Rolle spielt? Nicht? Also das ist in diesen iterativen oder repeated Games ganz wichtig. Wenn jemand die Zukunft mit 0 bewertet, dann hilft keine Drohung, ne, weil sich die immer auf die Zukunft bezieht. Und man muss in Glaubwürdigkeit investieren. Und wie kann man das machen? Man kann zum Beispiel Entscheidungen über Vergeltungsmaßnahmen an Technokraten delegieren. Ja, die haben eine ganz klare Regel, wann sie was tun. Keine politischen Prozesse, sondern das ist dann ein Roboter sozusagen. Der ist dann aber berechenbar. Der Typ ist dann nicht mehr spekulativ, sondern der ist bekannt, das ist aufgeschrieben und ähnlich wie die WTO-GATT-Protokolle für alle bekannt. Wäre dann also eine automatische Anordnung von Vergeltungsmaßnahmen. Man muss sich auch überlegen, wie man diese Anreizkompatibilität verändern kann. Da habe ich mit dem Christoph Herrmann, einem Juristen, eine kleine Arbeit geschrieben, wo man sich überlegen kann, wie wir die Verlierer intern kompensieren müssen, damit wir extern handlungsfähig bleiben. Und es ist sicherlich auch die Stärke der Sanktion, die eine Rolle spielt. Und was ist die Sanktion eigentlich im handelspolitischen Kontext? Das ist ja immer der Zugang zum eigenen Markt. Und wenn der eigene Markt tief ist und groß ist, dann habe ich was anzubieten und ich kann eben auch mit der Drohung des Entzugs zum Zugang Schaden zufügen. Wenn der Markt aber klein und schwach ist und vielleicht schrumpft, weil uns zum Beispiel in der EU gerade die Briten davon gelaufen sind, dann wird diese Sanktionskraft kleiner. Ich habe ein kleines Projekt mit Kollegen aus Philadelphia, wo wir eine Datenbank aufgebaut haben, die die ganzen Sanktionen beinhaltet, die seit 1950 bis 2019 aufgelegt wurden. Und das Interessante, es ist jetzt egal, was sozusagen die Intentionen bei diesen Sanktionen sind, aber das Interessante ist ja, dass die Sanktionen, die wir beobachten, jede davon sozusagen Evidence of Failure sind, weil man ja eigentlich auf Equilibrium die Sanktionen gar nicht beobachten sollte. Nicht? Sanktionen sollen ja dazu führen, dass der Handelspartner oder der politische Partner sich so verhält, dass die Sanktionen nicht aufgelegt werden müssen. Tatsache sehen wir aber, dass es einen Boom gibt bei den Sanktionen und die werden nicht nur mehr, sie machen auch einen großen ökonomischen Schaden. Nicht? Also das zeigt eigentlich ein bisschen Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja? Es ist vielleicht doch anders als im Kalten Krieg, weil es nicht um Leben und Tod geht. Und diese Sanktionen könnten häufiger gezogen werden, ja, und Schaden verursachen. Jedenfalls tun sie das. Nicht? Wir sollten ja in einer Welt, in der das Drohen glaubwürdig ist, nie sehen, dass Sanktionen tatsächlich umgesetzt werden. So, was bedeutet das alles für die EU-Handelspolitik? Ich glaube, es läuft uns ein bisschen die Zeit davon, aber Sie können es, glaube ich, an ein paar Punkten schon erkennen, um was es geht. Es geht tatsächlich darum, wie man sicherstellen kann, die Glaubwürdigkeit in diesem Spiel für sich zu optimieren. Und die Europäische Union hat da Probleme. Ja, ich glaube, das muss man so sagen, weil sie nicht besonders durchsetzungsfähig ist, nämlich über wenig Instrumente verfügt, die man potenziell verwenden könnte, um Handelspartner zu disziplinieren, wenn sie von den zugesagten Politiken abweichen. Das kann ein Hegemon wie die USA besser. Die haben das Finanzsystem unter ihrer Kontrolle, sie haben Militärbasen überall, sie haben viele Unternehmen in der ganzen Welt, die eingesetzt werden können. Und da hat Europa, glaube ich, einen Bedarf, wirklich Instrumente zu entwickeln. Auch Instrumente aus der Tinbergen-Logik herauszuentwickeln, damit man für mehr Ziele auch mehr die richtigen Instrumente hat. Jedenfalls ist es ein bisschen ein Zurück zu Thomas Schelling, ja, der für die Entwicklung der Spieltheorie ganz wichtig war in den 50er Jahren und das eben auf diese Nullsummenlogiken angewandt hat. Da war halt eher der Kalte Krieg der Hintergrund für seine Arbeiten. Wir sehen, dass sich jetzt ein neues Paradigma entwickelt in der europäischen Handelspolitik, aber es ist wirklich erst in Entwicklung begriffen. Das sind diese neuen Instrumente, die angedacht werden. Ja, da tauchen jetzt die ersten Texte auf, sehr kontrovers. Aber es geht eben darum, neue sozusagen Drohpotenziale zu erschließen, mit der Idee, dass diese Drohungen eigentlich nie umgesetzt werden. Jetzt könnte ich noch ein bisschen was erzählen zum CO2-Grenzausgleich, der hier gut reinpasst, aber ich glaube, das ersparen wir uns. Und was man auch noch tun könnte, ist über die WTO zu sprechen. Das machen wir vielleicht dann auch im Nachgang ein bisschen ausführlicher. Ich habe ja sozusagen das Kernproblem aus meiner Sicht in der WTO schon geschildert. Und auch das Thema ökonomische Souveränität der Europäischen Union, das ja darin besteht, sich sozusagen Policy Space offen zu halten und dieses opportunistische Verhalten von ausländischen Mächten durch ökonomische Mittel möglichst abzuwehren. Das ist jetzt, wenn Sie Macron hören, wenn Sie auch hören, was Olaf Scholz bei seinem Antrittsbesuch in Paris besprochen hat, das sind die Kernthemen. Auch in Österreich kümmert man sich zunehmend darum, wie man das aber umsetzen will und ohne sich zu schaden und dann nicht Instrumente schafft, die am Ende zu oft gezogen werden. Nicht, weil dieses Chart mit den zunehmenden Sanktionen, das müsste uns eigentlich skeptisch stimmen. Das ist die große Frage und dazu können wir, glaube ich, Außenhandelsökonomen beitragen, an der WU, am WIFO, an anderen Stellen in Wien und darüber hinaus. Und ich glaube, das ist ein echt spannendes Thema. Und interdisziplinär, weil wir hier, glaube ich, von den Politikwissenschaftlern was lernen können, die nämlich nie so, ex post kann ich das auch über mich sagen, nicht so übertrieben naiv waren, wie wir das waren. Nicht? Also den Politikern unterstellen, sie hätten sehr benevolente Präferenzen, das fällt den Ökonomen ein und ich glaube, die meisten Politikwissenschaftler sagen von vornherein, so ist die Welt nicht, get real. Und wenn wir das tun, also let's get real, müssen wir eben ganze sozusagen Bestände unseres Wissens aus der Handelstheorie entsorgen. Das ist ein Prozess, der erst begonnen hat und wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich den viel schneller und intensiver betreiben, aber vielleicht konnte ich den einen oder anderen überzeugen, dass das eine interessante Forschungsrichtung ist, in der sich Arbeiten und Nachdenken lohnt. An der Stelle Vielen Dank. Ja, wer mich finden will im Internet, so geht das. Wir twittern auch, das WIFO twittert, ich twittere, das Harry Oberhofer macht das auch, kleine Werbung dafür. Und jetzt wollen wir weiter diskutieren. Vielen Dank. Bitte. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich darf jetzt die Diskussion leiten. Mit dem Blick auf die Uhr werde ich relativ schnell ins Thema einsteigen. Zwei organisatorische Hinweise für diejenigen im Raum, die Fragen stellen wollen, bitte zum Speakers Corner sich zu begeben. Wir dürfen aus Corona-Sicherheitsgründen kein Mikrofon rumgeben. Für diejenigen, die uns über YouTube zuschauen, ich bin Ihr Sprachrohr, ich habe da moderne Technik mit Inputs aus 100 Ländern und mehr und werde Ihre Fragen gerne einbringen. Bitte einfach in den Chat zum Stream die Fragen reinstellen. Bevor wir Fragen kriegen, möchte ich mit einer ersten beginnen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen, weiß ich nicht, Gruppentherapiesitzung für uns Außenhandelsökonominnen. Donald Trump hat uns ja schon schwer getroffen mit dem, was er so gemacht hat, und es war tatsächlich schwer nachvollziehbar. Du hast heute versucht, eine Erklärung zu geben. Ich würde mich da noch ein bisschen mehr dafür interessieren, stimmt denn diese Logik dann so unbedingt hundertprozentig, dass es wirklich USA gegen China ist, oder gibt es nicht auch Kollateralschäden? Ja. Wenn wir daran denken, wie der Handelskonflikt begonnen hat, war Stahl das erste Thema, hat dazu geführt, dass die Europäische Union irgendwie sich unter Druck gefühlt hat, nämlich dass dann der chinesische Stahl noch vermehrter auf den europäischen Markt drängt, und hat ebenfalls Schutzmaßnahmen ergriffen. Also ist es nicht irgendwie so gewesen, Donald Trump gegen jeden und nicht Donald Trump für die freie Marktwirtschaft gegen das andere System? Ja, na, ganz sicher. Also es ist sicherlich so, dass handwerklich vieles, das die Trump-Administration gemacht hat, einfach schlecht war. Also einen Vielfrontenkrieg sozusagen anzuzetteln, war keine gute Idee. Alliierte wie die Europäer oder die Japaner oder die Koreaner zu verprellen, das war keine gute Idee. Er hat natürlich vieles vermengt. Nicht? Er hat ja nicht nur sozusagen dieses Trade by Other Means der Harvard-Leute, das Buch, was ich Ihnen gezeigt habe, das hat er sicher nicht gelesen. Nicht? Ein paar seiner Berater haben es gelesen. Aber bei ihm ging es halt häufig auch um wirklich platten wirtschaftlichen Nationalismus. Mehr amerikanische Autos auf der Fifth Avenue, nicht immer nur diese BMWs und Mercedes. So Sachen. Ja? Und da ging es dann schon auch gegen Europa und gegen die Japaner und gegen wirklich Amerika, gegen alle. Ne? Also da sind viele Sachen zusammengelaufen. Aber es ist ganz interessant, dass Peter Navarro, sein Berater, der hat da ganz anders gedacht. Nicht? Und die haben ja den Chef immer wieder versucht zu konzentrieren und sagt, du musst dir China vorknöpfen und du musst die Alliierten suchen. Das hat mit dem Kerl nicht geklappt. Aber sozusagen, es ist ja nicht so, dass der ein einsamer Irrer war oder ist, sozusagen, sondern da gab es ja in den USA eine große Gefolgschaft von Leuten, die gesagt haben, na so, more or less hat er schon recht, wir müssen China, we need containment of China, wir müssen, weil die werden uns sonst gefährlich, und wenn wir jetzt nicht eingreifen, dann geht das Zeitfenster zu. Ihr habt das Bild gesehen, 2032 wird das BIP in Dollar gemessen, und das ist das relevante BIP für unsere Zwecke, ja? Der Chinesen größer sein als das der Amerikaner. Jetzt hat man noch 10 Jahre oder so, wo was geschehen muss, und in Wahrheit ist, glaube ich, das, was ich hier jetzt mit Trump verbunden habe, die neue Außenhandelsdoktrin der Amerikaner, und die jetzt von Joe Biden umgesetzt wird, und sehr viel klüger und mit weniger Kollateralschäden und mit ein bisschen mehr Intelligenz sozusagen. Danke. Dazu hätte ich, zu Joe Biden wollte ich gleich auch kommen. Danke, dass du den erwähnt hast. Nämlich, was wir ja auch beobachtet haben, ist zum Beispiel, dass tatsächlich die amerikanische Politik unter Trump dazu geführt hat, dass in vielen Bereichen die Kooperation China-Europa schneller gegangen ist, als man erwartet hat. Wir denken zum Beispiel an das Investitionsabkommen, das dann auch noch so unterschrieben wurde, dass der neue Präsident nicht im Amt war. Das könnte man ja aus der amerikanischen Perspektive als unfreundlich Akt auch begreifen. Ist das aus deiner Sicht noch umkehrbar? Also wird jetzt Biden im Prinzip dasselbe machen und sagen, liebe Europäer, nicht mit China, sonst gibt es Probleme, und wenn ja, was macht er dann mit Europa? Naja, also ich meine, es ist so, ich habe ein bisschen der Simulationsergebnisse gezeigt, es ist so, dass wenn sich zwei streiten, sich auch ein Dritter freuen kann. Ja, also wenn die Chinesen keine amerikanischen Schweinehälften mehr importieren, dann kommen die halt aus Dänemark, und das ist für das europäische BIP günstig, nicht? Aber die Europäer sitzen in diesem Konflikt schon in einer sehr schwierigen Situation, das ist klar. Und man muss, glaube ich, auch wenn wir jetzt daran denken, die Dinge zu modellieren, müssen wir natürlich sehr schnell weggehen von Zwei-Länder-Modellen, ja, und die Welt so ansehen, wie sie ist, mit vielen Spielern. Und das macht es halt gleich schwierig. Dann bist du gleich wieder in netzwerkökonomischen Kontexten, aber das können wir mittlerweile. Ich glaube, da haben wir das Rüstzeug dazu. Und in einer solchen sozusagen Modellwelt muss man dann eben auch sehen, was das, also wie Europa sich da aufstellen kann und welche Koalitionen es geben kann und in welchen Bereichen man kooperiert mit China und in welchen Bereichen man das nicht tut. Und das ist ja auch, also auch die Amerikaner reden ja nicht mehr davon, sozusagen mit China zu dekappeln, und zwar in allen Bereichen, sondern es ist subtiler geworden, nicht? Es geht vor allem darum, technologische Führerschaft in den kritischen Technologien der Zukunft weiter zu behaupten, nicht? Und da werden die Europäer sicherlich eine Rolle spielen müssen. In anderen Bereichen wird man sich mit China arrangieren müssen, ob man nun will oder nicht, zum Beispiel im Klimaschutz. Ja, also es ist sehr, sehr viel, es hat mehr Facetten als nur die einer sozusagen machtpolitischen oder so, weil es eben Global Common Goods gibt, wo die Interessen vielleicht der Chinesen und der Amerikaner und der Europäer gleich sind. Und es wird wechselnde Koalitionen geben müssen. Aber für Europa, denke ich, ist klar, was das bedeutet. Also diese neue handelspolitische Doktrin, die in Europa jetzt eingeführt wird, die hat ja den Zweck, dass man sich in Europa in diesem Kontext behaupten kann, dass man sich eben nicht sozusagen vor die Wahl gestellt sieht, entweder ihr seid mit uns oder gegen uns. Ich meine, da müssen wir in Europa wirklich alles tun, damit das nicht passiert. Und ein Kernelement ist, dass wir den eigenen Binnenmarkt nicht vernachlässigen. Ja, dass wir die Währungsunion zu Ende denken, dass der Euro nicht wieder immer so latent also eine Gefährdung ist, auch der Einheit Europas und so Sachen. Also ich glaube, der Binnenmarkt in all seinen Dimensionen ist die beste Garantie, dass wir nicht zerrieben werden zwischen diesen beiden Fronten, weil es den Amerikanern wehtut und den Chinesen wehtut, Zugang zum Binnenmarkt zu verlieren, nicht? Und das wird uns einen Stuhl am Tisch garantieren. Aber wir müssen die Hausaufgaben machen. Das passiert, Gott sei Dank, zumindest in Ansätzen. Aber ist es gerade jetzt dieser letzte Punkt, ist es nicht auch ohnehin die einzige Möglichkeit, weil hat Europa sowas wie eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, wir haben eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, ja, wir haben den Binnenmarkt, ja, und wir haben den Schlüssel Freihandelsabkommen oder wirtschaftliche Kooperation, Kooperationsabkommen, um sozusagen unseren Binnenmarkt als geostrategisches Element in deiner Diktion, genau, verkaufen zu können, ja, einsetzen zu können. Ja. Es bleibt uns wahrscheinlich gar nichts anderes über, oder? Nein, es bleibt uns zunächst nicht viel über, es sei denn, wir ändern die Verträge, und das ist nun gar nicht leicht, aber in der Tat, wir können unsere geostrategischen Ansprüche als Europäer zurzeit nur mit dem außenhandelspolitischen Instrumentarium verfolgen, weil wir sonst immer das Einstimmigkeitsprinzip haben. Und deswegen ist auch ein Anliegen jetzt des Koalitionsvertrags der neuen Ampelregierung in Deutschland, in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik vom Einstimmigkeitsprinzip wegzukommen. Dass man neue Instrumente hat, vielleicht schwache Instrumente, aber zumindest nicht nur immer das einzige Mittel, die Verweigerung oder Gewährung von Marktzugang für die Durchsetzung geostrategischer Instrumente hat. Ja, das ist ganz zentral. Und ich weiß nicht, wer dieses Koalitionsabkommen gelesen hat, aber da stehen erstaunliche Dinge drin, wirklich erstaunliche, wie zum Beispiel das Bekenntnis, Europa zu einem föderalen Bundesstaat weiterzuentwickeln. Ja? Da ist schon sehr viel Mutiges drinnen, dass das sozusagen aufbrechen will, dass wir sonst alles, was wir erreichen wollen, international auf die Handelspolitik abladen müssen, was am Ende nicht gut laufen kann, weil Zielkonflikte entstehen und die Handelspolitik am Ende auch wahrscheinlich zu schwach ist, um wirklich alle Eventualitäten zu adressieren. Mhm. Danke. Jetzt hätte ich noch eine grundsätzliche Frage und dann würde ich tatsächlich gerne auch noch zur WTO kommen. Die grundsätzliche Frage ist, diese Nullsummenlogik und dieser geoökonomische Ansatz, der basiert sehr stark auf dieser Frage der relativen Abstände. Mhm. Und das ist etwas, was jetzt für klassische Ökonominnen schon sehr schwierig ist nachzuvollziehen. Was steckt denn da aus deiner Sicht dahinter? Warum ist es wichtig, dass die USA in Dollar gemessen ein höheres BIP hat als ein Land, das einfach dreimal so viele Einwohner hat und bei einem Drittel der Produktivität schon das gleiche BIP haben müsste? Ja, ich glaube, das ist sehr atavistisch, aber es ist am Ende Macht. Nicht? Das ist die Frage, wer, who calls the shots? Nicht? Und da ist natürlich die Größe des BIPs, und zwar BIP pro Kopf mal Köpfe, ne? Mhm. Das ist das entscheidende Thema. Nicht? Es ist am Ende recht primitiv. Ja? Die Frage ist ein bisschen, welches BIP ist es wirklich? Ist es das BIP in laufenden Dollars oder ist es dann doch das Kaufkraftparitäten gerechnete BIP? Denn also wenn du einfach nur eine Armee haben willst, ist das KKB-BIP das Relevante, aber wenn du mit deiner Wirtschaftsmacht andere Partner an dich binden willst, indem du in Infrastrukturprojekte finanzierst oder Entwicklungshilfe leistest oder was auch immer, oder auch Handel mit ihnen treibst, dann ist das BIP in echter Währung gemessen das Relevante. Also da kann man streiten, was sozusagen in diesen Payoff-Functionals drinsteht. Aber am Ende ist sozusagen die politische Macht immer natürlich auch getrieben von der wirtschaftlichen Macht. Und das gibt's, das weiß man seit der Antike. Das ist, glaube ich, als Ökonomen haben wir in die Handelspolitik und auch handelspolitische Konflikte sozusagen dieser machtpolitischen Dimension einfach, die haben herausgeworfen, diese machtpolitische Dimension. Nicht? Dann haben das sehr eindimensional betrachtet über viele Jahrzehnte. Aber das ist eine Entwicklung der letzten vielen Jahrzehnte gewesen. Und ganz früher war es anders. Ne? Also Smith hat darüber anders nachgedacht und da taucht wirklich dieses Argument auf, wie viele Soldaten kannst du stellen, wie viele Alliierte kannst du mit Geldgeschenken an dich binden. Ja? Also so primitive Dinge. Aber allerletzter Punkt zu dem, wenn es tatsächlich so primitiv ist, wäre es dann nicht sehr einfach, jetzt wieder in der spieltheoretischen Logik zu sagen, naja, dann hat der Westen oder die Welt des freien Marktes sozusagen nur eine Chance. Man wirft sich auf ein Packerl und macht das gemeinsam, wenn ich die USA mit der EU nehme und Australien, Neuseeland noch dazu und noch Kanada dazu und noch ein paar, dann habe ich das Thema China noch 30 Jahre jedenfalls nicht und habe noch genug Zeit, politisch darauf zu reagieren, oder? Ja, sicher. Ja. Das ist jetzt nicht Hexerei, zu diesem Argument zu kommen, aber ich glaube, das ist am Ende die Logik, die ist ja nicht unumstritten. Nicht? Also das ist auch so, wenn man jetzt den deutschen Wahlkampf angesehen hat, Leute wie der Norbert Röttgen, der Chef des Außenpolitischen Ausschusses im Bundestag, der vertritt genau diese Position. Nicht? Aber andere sagen, nein, es geht vor allem um das Durchsetzen von handelspolitischen Interessen. Nicht? Und da sollte man sich nicht mit den Amerikanern sozusagen gemein machen. Also da ist die Frage, wo sind unsere Interessen, wo konvergieren die, wo sind sie divergent? Also so einfach ist es dann vielleicht nicht, mit dem alle auf einen Packerl zusammengehen. Aber am Ende, glaube ich, ist es das. Und es ist, ich glaube, auch durchaus, also es gibt ja das Thema Big China. Nicht? Also wenn alles gut läuft für China, werden die 2040 sozusagen also relativ die größte Bedeutung haben. Nicht? Weil und dann beginnt in China die demografische Problematik ernst zu werden. Nicht? Und da gibt es unterschiedliche Rechnungen, wann das sein wird, aber es wird so in den 2040er Jahren sein. Also haben wir 20 Jahre. Und wenn man diese Langfristprognosen ansieht, wird der Westen, der sogenannte, den du gerade beschrieben hast, weit über 2040 hinaus ein höheres BIP, wie auch immer man es rechnen hat, haben werden, als China. Und also, wenn wir gemeinsame Projekte haben, wie zum Beispiel jetzt einen Klimaclub vielleicht, ja, oder eine Reform der WTO, aber die Reform nicht der WTO, sondern des Handelssystems außerhalb der WTO wird das wohl sein müssen, dann haben wir, glaube ich, gute Möglichkeiten, das zu tun. Ja? Ja, das ist eine sehr schöne Überleitung. Das wäre mein nächster Punkt gewesen, die Frage der Zukunft der Welthandelsorganisation oder der Welthandelsstrukturen noch allgemeiner formuliert. Dein Befund hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der Welthandelsorganisation war jetzt heute ja nicht wahnsinnig positiv, gerade unter diesem Kontext der geostrategischen, geoökonomischen Überlegungen wird es wohl schwierig sein, eine Institution, die Einstimmigkeit braucht und man zumindest zwei hat, die immer im Konflikt stehen werden bei vielen Fragen, sehr, sehr schwierig machen. Heißt das, wir sehen das Ende der WTO? Ist sie schon tot oder stirbt sie langsam und was kommt danach? Ja, die WTO stirbt langsam, sie wird sozusagen immer irrelevanter. Es ist ja auch so, dass ein immer größerer Anteil des Welthandels gar nicht angewiesen ist auf die WTO, weil es da bilaterale Abkommen gibt, die alles regeln. Da braucht man die WTO gar nicht mehr. Aber gleichwohl werden wir globale Governance-Strukturen brauchen. Die werden aber eher sozusagen außerhalb der WTO entstehen. Und wir sehen das ja aktuell an vielen Fronten. Die WTO-Mitglieder wollen plurilaterale Abkommen schließen, eigentlich innerhalb der WTO. Aber es gibt immer, wie du sagst, ein Land, das nicht sagt, oder also, die Inder sind so häufig dagegen, die Südafrikaner wollen das nicht. Ja, das ist, und das führt halt dazu, dass diese plurilateralen Absprachen außerhalb der WTO gemacht werden. Also ein Klimaclub zum Beispiel hat wahrscheinlich außerhalb der WTO einfach mehr Chancen. Das wird die WTO immer irrelevanter machen. Aber wenn der Klimaclub zum Beispiel gut designt ist, dann bietet der Anreize für immer mehr Länder beizutreten. Und dann wird sozusagen aus diesen zunächst außerhalb der WTO stehenden Vereinen oder Clubs, wird dann etwas, das immer multilateraler wird. Omnilateral sozusagen ist die WTO ja auch nicht. Wir reden immer von Multilateralismus und tun so, als wäre das die ganze Welt. Nicht die WTO ist nicht die ganze Welt, weitgehend die ganze Welt. Und der GATT war bei Weitem nicht die ganze Welt, weil der komplette Sowjetblock außen vor war. Nicht? Aber ich denke, plurilaterale Abkommen außerhalb der WTO, die aber offen sind und dann hoffentlich so eine expansive Dynamik haben, das ist das, was wir sehen werden. Das heißt dann nicht WTO, aber es wird den Spirit der WTO erben. Und wenn wir dort hinein injizieren, sozusagen, was die WTO erfolgreich gemacht hat, ne? Dieses Forum für Repeated Games mit klaren Protokollen, denen man Folge leistet, wenn es abweichendes Verhalten gibt, ne? Deeskalierende Prozesse, eine gute Streitbeilegung. Na, wenn man diese Instrumente in diese plurilateralen Abkommen hineinbringt, dann nehmen wir aus der WTO mit, was dort gut funktioniert hat, was, glaube ich, passt, und sollten eines nicht tun, nämlich Einstimmigkeit immer und überall. Ja, diesen Fehler sollten wir nicht wieder begehen. Danke. Wir sind schon langsam am Ende. Eine letzte Frage würde ich aber noch gerne stellen. Die schließt auch letztlich jetzt an das an, was du gerade gesagt hast, nämlich die Frage der Klimapolitik. Du hast ja unter anderem diesen Klimaclub vorgeschlagen. Du hast heute auch gezeigt, dass an und für sich jetzt, was den Welthandel betrifft, das Problem an und für sich nicht so groß ist. Wir können einen vernünftigen CO2-Preis haben und die Vorteile des Handels werden immer noch größer sein als die Internalisierung der tatsächlich entstehenden Kosten, jetzt klimapolitisch gesehen, durch den Welthandel. In der Debatte gibt es aber aus meiner Sicht immer noch ein zweites Argument, nämlich ein bisschen ein Gerechtigkeits-, ein Fairness-Argument, nämlich zu sagen, naja, wer hat denn davon profitiert, uns so weit zu bringen in der CO2-Bilanz, dass jetzt unbedingt der Handlungsbedarf ist. Das sind wohl jetzt die westlichen Staaten, die reichen Staaten. Und dann würde man sagen, jetzt machen genau die einen Klimaclub und machen dann die Strafen unter Anführungszeichen für die Länder, die noch Entwicklungspotenzial haben und einfach jetzt abgedreht werden, weil sie sehr schnell Technologien wechseln müssen, weil sie unter Druck gesetzt werden vom Westen. Sehen wir da dann nicht schon den nächsten geostrategischen Konflikt zu irgendwie Nord-Süd, ja. Entwicklungsländer gegen, also Hochentwicklungsländer gegen Entwicklungsländer, dass du dann den Block hast, China mit Brasilien und so weiter, ja. Die sagen, da machen wir nicht mit, das könnt ihr vergessen, ihr müsst das zahlen, was ihr angerichtet habt? Ja, ist ja auch in den sozusagen internationalen Konventionen so angelegt, ne? Also dass die armen Länder nicht im selben Ausmaß wie die Reichen zur Lösung des Klimaproblems beitragen sollen. Nicht? Also, wie heißt das? Common but differentiated responsibility. Ne? Aber das ist, ich glaube, dass in diese Debatte einzusteigen, bringt nichts. Also das ist, da kommt man nicht weiter. Man kann ja auch nicht den Briten, die in den 1750er Jahren begonnen haben, Kohle zu verbrennen, kann man ja nicht, die haben ja nicht gewusst, was sie tun. Nicht? Also man kann, ich glaube, wir müssen die Zeitrechnung 1990 starten. Da wurde das IPCC gegründet, also das International Panel on Climate Change, und dann die Framework Convention der UNO. Die wissenschaftlichen Befunde sind seit 1990 da. Und da kann man sagen, liebe Freunde in Europa und USA, was ihr emittiert habt, ja, ihr wusstet, das schadet der Welt, nicht? Und von dieser Rechnung an wäre es sicher fair, Emissionsrechte global zu verteilen, ja, die noch übrig sind von 1990, oder theoretisch übrig geblieben wären, von 1990 bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das 1,5 Grad Ziel tatsächlich erreicht haben, und dieses Emissionsbudget auf die Köpfe zu verteilen, und dann bedeutet das letztlich, dass wir in Europa den Entwicklungsländern die Emissionsrechte, auch die hypothetischen, die sie nie gekriegt haben, abkaufen, dass es Seitenzahlungen geben muss. Und ich glaube, ein Klimaclub wird ja nicht nur darin bestehen können, dass man sagt, man macht einen gemeinsamen Mindest-CO2-Preis, ja, Mindest-CO2-Preis und dann Freihandel, also keinen Grenzausgleich im Club, Grenzausgleich gegen, mit den Ländern außerhalb des Clubs. Das ist das, was wir vorgeschlagen haben im Beirat. Das ist wahrscheinlich zu wenig, das wird den Klimaclub nicht begründen können. Man wird Seitenzahlungen brauchen, ja, gerade an die armen Länder. Und man wird vor allem über Technologie nachdenken müssen. Ja, wie kriegen wir ein System hin, in dem Technologie möglichst schnell diffundiert? Und zwar möglichst schnell in die Länder diffundiert, die, wenn sie die sauberen Technologien nicht kriegen, mit CO2-haltigen Technologien sich entwickeln wollen. Nicht? Und das ist, glaube ich, etwas, wo ein Klimaclub wirklich, wo wir noch nachdenken müssen, wie wir das schaffen. Denn wenn man einfach Technologien, die in Deutschland, Österreich, USA entwickelt werden, sozusagen allen zur Verfügung machen, dann erodieren natürlich die Anreize, diese Technologien überhaupt zu entwickeln. Also da braucht es kluge Ideen. Das TRIPS, auch wieder eine Anleihe in der WTO, hat ein paar Prinzipien, die hier, glaube ich, sinnvoll sind, die man auch für die Klimapolitik einsetzen könnte. Vielen Dank. Aus Zeitgründen müssen wir hier einen Punkt machen. Wir könnten, also ich hätte noch sehr viele Fragen, wir könnten noch aus meiner Sicht stundenlang diskutieren. Jedenfalls vielen Dank, lieber Gabriel, für den sehr spannenden Vortrag und die Diskussion. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank allen, die da waren. Vielen Dank allen, die online zugeschaut haben. Das war es, glaube ich, mal von den Veranstaltungen des VW-Departments, zumindest für 2021. In diesem Sinn wünsche ich allen schöne Weihnachtsfeiertage, ein gutes neues Jahr 2022, möge die Pandemie irgendwann enden und das Wichtigste, Gesundheit. Also bleiben Sie gesund, schönen Abend, alles Gute, danke.